Genau. Ja. Schön, dass du gerade deinen Stream gestartet hast. Ja. Vertrauen auch Sie bei Haarausfall der Nummer 1 aus Ihrer Apotheke. Priorin. Seine natürliche, effektive... Ach super, und jetzt höre ich mich doppelt. Warum kommt jetzt Werbung? Ja, weil das mit dem Muten im Hintergrund manchmal irgendwie nicht funktioniert und sich das nicht richtig speichert. Ich weiß auch nicht. Das ist die Werbung, die du übertragst. Ja. Werbung Seption. Ich bin hier gerade bei Bertha, the Pronto Burger Flipper. Was auch immer das bedeuten soll. Warte bitte einen Moment, momentan höre ich dich gerade doppelt. Angenehm. Doppelt, doppelt, doppelt. Mit 15 Sekunden Verzögerung. Versucht, einen Doppler-Effekt nachzumachen. Vielleicht. Vielleicht. Was ich gerade sagte, ich habe hier gerade Bertha, die... Wer ist die? Bertha, the Pronto Burger Flipper gefunden. Bin nicht sicher, was das bedeuten soll. Ich habe recht. Wenn du weitermachst, kannst du mit dir selbst reden. Wieso? Ich rede doch auch mit mir selbst. Ja klar, natürlich. Der, wie heißen diese Tanks, diese breitschultrigen Typen? Jean Tanks? Ach nee, das war Neocron. Das war Neocron. Keine Ahnung. Ja, also sagen wir mal, diese Jean Tank. Als Workman Striker hat natürlich eine abgetragene Cyber Female Body Armor dabei. Das ist voll logisch. Also, wir verurteilen natürlich niemanden für seine Hobbys. Genau. Aber das kann man vielleicht auch zu Hause lassen. So, wo war ich denn gestern stehen geblieben vor dem Spielabsturz? Heavy Weapons benutzt du nicht, oder? Glaube nicht. Ich habe gerade so ein Augenimplantat, was schwere Waffen verbessert. Ich lock jetzt nochmal aus. Ich habe hier noch so einen Nanokristall für Aimed Shot Proficiency. Weiß nicht, ob du sowas gebrauchen kannst.
ob das ja für deine Klasse gemacht ist. Als zwei Personen zu. Merkwürdig. Kann doch gar nicht so interessant sein, oder? Du bist gerade wieder sehr leise, ich verstehe dich nicht wirklich gut. Ich sagte, aus irgendeinem Grund gucken uns bereits zwei Personen zu. Kann auch gar nicht so interessant sein, oder? Ja, die warten jetzt seit Stunden, seit gestern, bis es endlich weitergeht. Ich meine, ja, genau, das wird sein. So, mal sehen, ob ich endlich warte mal, bitte. Meine... So. So, darf ich reden? Nee, ja. Entschuldigung. Natürlich darfst du reden, nur es hätte nichts gebracht, ich hätte dich einfach ignoriert. Also. Weil, also, so wie sonst auch immer meistens. Ja, genau. So, das, was du eh gewohnt bist. Ja. So, ich wollte den Zuschauern gerade erzählen, dass Wolf ein bisschen rumlevelt, so ganz heimlich, um ein bisschen vorbeizuziehen. Nee, das ist nicht... Genau, heimlich ist nicht wahr. Wolf macht das nämlich, weil der Malus schon vorausgehuscht ist und jetzt aufschließen muss. Aber das hat der Wolf jetzt auch schon durchgeführt, von daher können wir auch direkt... Genau, damit wir vom selben Punkt aus zusammen weiterspielen können, ohne dass einer ständig höhere Level erreicht. Und hier ist vielleicht interessant, dass das bei Anarchie Online wirklich sehr extrem ist. Also, wenn man keinen exakt gleichartigen Stand hat, dann levelt der eine auch schon auf und dann sind alle Monster für ihn nicht mehr so stark oder die ebenbürtigen Monster eben halt zu stark für seinen Kollegen. Ja. So, und ich habe gerade eine Reihe neuer Zauber gelernt. Nanoprogramme. Eine Reihe? Wo hast du die jetzt schon wieder her? Nee, die hatte ich mir schon gekauft vor einiger Zeit. Ich konnte sie noch nicht benutzen. Wie gesagt, ich hatte dasselbe Problem wie du. Da stand nicht, was die brauchen, als ich sie gekauft habe, aber... Ja, ja, okay. Und jetzt bist du so weit, dass du sie quasi verwenden genau. kannst. Ich darf schon wieder in den Shop Ammunition kaufen. Das ist echt... also wie schnell die Energy-Clips hier durch mein Gewehr sich durchjagen, ist schon... Ja. ...beeindruckend. Sagen wir es mal so. Na, wie oft verwendest du denn diesen kompletten Magazin-Leermachschuss? Ja, gut. Der Full Auto ist natürlich eine mächtige Waffe, aber man kann es ja auch so betrachten, dass ob ich jetzt darauf warte, dass er endlich stirbt, indem ich großen Verzögerung eine Kugel nach der anderen schieße oder einen ganzen Haufen Kugel verschieße und dann er auf Stelle stirbt. Ja. Eigentlich Jacke wie Hose schon beinahe. Gut, könnte natürlich durchaus sein, dass da vielleicht anderer Output entsteht, wenn ich Full Auto verwende und wenn ich nicht auf Full Auto verwende. Ja. Das müsste man dann mal nachrechnen, wenn man dazu Lust hat.
So, ja, aber trotzdem, prinzipiell finde ich es schon erschreckend, wie schnell mir die Ammunition flöten geht. Deswegen kaufe ich mal jetzt mal für die restlichen 3000 Credits, die ich habe, so viel ich kaufen kann. Ja. Also ich habe jetzt einen besseren Angriffszauber. Ich kann jetzt mein drittes Kit beschwören, das uns heilt. Und ich habe noch einen komischen Buff, den ich gerade nicht finde. Den Debuff war das wieder. Ah, das scheint... Hatte ich den schon? Ha. So. 4000 mal 51 Schuss. Na, wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ach nee, ich hab noch so ein... Wie nennt sich das denn, wenn diese Programme dauerhaft in die NCU da eingetragen werden? Das ist ja irgendwie anders als ein normaler Name und Programm, oder? Da habe ich noch keine Ahnung von. Das ist mir neu. Ach so, das ist wie so eine Art dauerhaft anhaltender Buff. Ja. Der meine ganzen Nano-Skills um 20 Punkte hochschraubt. Das ist nicht schlecht. Also Das Einzige, was man in dem Fall quasi dann bezahlt, ist ja halt der NCU-Platz, je nachdem. Genau, das. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du daran schon gedacht hast. Du hast wahrscheinlich schon daran gedacht, aber ich muss mal das Insurance Terminal hier verwenden. Insurance? Ja. Insurance, ja. Ich merke gerade, dafür habe ich nicht genug Geld. Bist du hier in der Nähe? Sehr gut. Ich bin gerade bei dem Fairtrade Post. Wer ist denn mir? Ach, ich glaube, das ist ein Autohändler. Sehr schön. Jetzt habe ich 3 Pets. Als ob die Wohnung nicht schon voll genug wäre. Ach, man kann nie genug Kuscheltiere haben. Bist du hier irgendwo? Ich bin gerade bei einem Insurance-Terminal. Ja, super. Und ich stecke in dem Nano-Room von Fairtrade. Ach so, na, ich bin direkt vor dem Gebäude. Ja, da sollte ich jetzt gleich erscheinen. Ich find's auch nervig, dass man nur diese komischen No-Drop-Unique-Items findet, mit denen man irgendwie nichts machen kann. Ja. Wahrscheinlich werden jetzt einige Zuschauer denken, oh nein, wieso wirft er das weg? Das ist so selten und toll und mega super. Tja, zu spät. Völlig ahnungslos. Ich sehe dich irgendwie nicht. Ich stehe direkt vor dem Fairtrade-Eingang. Nee. Echt? Also ich bin draußen, natürlich. Ja, yeah. Da geht gerade ein ICC-Peacekeeper her. Bist du ein Tier? Nein. Wir sind doch im Subway unterwegs in ICC. Ich glaube, ich habe eine Vermutung, woran das Problem liegt, warum wir uns nicht finden. Hast du das, ja? Ich komme zu dir. Okay. Schön. Das wird sehr amüsant, wenn du mich tatsächlich irgendwann mal besuchen kommen solltest in der Realität. Ja. 3 Stunden schon mal einplanen für Wunderwolf sucht den Malus und umgekehrt. Ja, ich bin in irgendeinem Wald und weiß nicht mehr, wie ich rauskomme. Bist du denn in Hannover? Ich weiß nicht. Die ganzen Schilder sind hier in Kyrillisch. Ja. Bin hier jetzt 3 Stunden durch den Wald gelaufen. Da war so ein Nazi-Camp, aber da bin ich nicht hingegangen. Wunderwolf, hier sind Dinosaurier. Bin ich hier richtig? Bist du schon gereist? Ich komme gleich in der Stadt an, wenn das Spiel geladen hat. Jetzt werde ich gerade... Mein Kopf fehlt noch. Na, da ist er. So, dann bist du da bei den Transplantation jetzt. Genau.
Ah, da ist er doch. It's P.O. Ja, Also jemand mit deinen Klamotten braucht sich über gar nichts zu beschweren. Beschwere mich nicht. Ich mache mich lustig. Ja. Da meine Umgebung das sowieso mit mir macht, aufgrund meiner Klamotten, mache ich das auch mit meiner Umgebung. Wo haben wir denn jetzt hier? Ist auch schön, dass du noch so eine Art Eierschutz hast, extra über der Hose drüber. Ja, ne? Finde ich auch. Viele von wie vielen XP hast du denn? Moment, ich habe 5777. Ach, verdammt. 6927. Naja, gut. Mit einem ungefähr Balken lässt sich das auch schlecht synchronisieren. Aber wenn vielleicht der Tank 500 XP voraus ist, ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Der Tank? Ich bin nicht dein Tank. Ich bin noch der Tank. Ich dachte, du bist noch hinter mir. Nee, jetzt bin ich ja vor dir. Ach so, na, ist auch egal. Wenn ich 6627 XP habe, dann ist das mehr als 5000 XXXXP. Könntest mit der Vermutung recht haben, ja. Notiz machen, besser zuhören das nächste Mal. Weitere Notiz. Verwerfe Notiz 1. Nochmal ganz kurz raus. Oh oh. Tschüss, Wolf. Los geht's. Es gab aber gerade eine Nachricht von Esther. Können wir vielleicht heute für einen kurzen Moment machen, wenn du möchtest. Man kann Freunde einladen, Star Citizen zu testen. Mit allen Schiffen, die es gibt. Okay. Heute völlig frei. Offensichtlich. Ja, klingt doch nett. Ja. Ich meine, prinzipiell wird das weiterhin wohl das Spiel 2016. Ja, da nicht dabei war, da werden Kinder einen fragen, was hast du nur damals gemacht 2016, als das rauskam? So ungefähr. Ja. Sag ich hinter mir, oder? Ich bin gerade in den Subway reingegangen, hab dich nicht mehr gesehen. Dann gehen wir mal geradeaus, rechts um die Kurve. Richtung höherleveligen Content. Ich bin feuchtfröhlich weitergelaufen und hab nur irgendwann bemerkt, dass auf der Karte nichts Ach so. Hinter mir war. Ich find's auch witzig, dass dieses Heilpad irgendwie am gefährlichsten aussieht von den ganzen Pads. Okay. Hast du den Chat in deinem Kleinen gerade drin? Nee, ich wüsste nicht genau, wo ich den hier hinlegen soll. Hier ist alles voll mit Fenstern. Das ist. Ah, okay. Ich will es auch nicht quer über meinen Bildschirm legen. Das ist auch ein bisschen. Setze ich das wieder auf den zweiten Monitor. Ja. Laut Stream müsste ich sie ja jetzt jeden Moment bei mir. Ah, ja. Yep, da bist du. Welches ist denn das neue? Ach so, das ist das neue Pad. Ja, yep, Medinos. Das hatten wir ja schon als Gegner gehabt. Medinos. Ja, das war wahrscheinlich das. Medinos, okay. Also das ist der Ursprungsname. Ich habe mir noch keinen Namen einfallen lassen dafür. Der hieß vom Spiel aus schon so. Ja.
Und OTEP? Den habe ich benannt. Und ja, okay. Auch Karl habe ich benannt. Nee, da hätte ich ja jetzt mal gar nicht mit gerechnet, dass du Karl selbst benannt hast. Ich habe einen Namen für den neuen Wächter der Rache, Krieger Stufe 20. Macht euch bereit auf Hans-Peter. Ja, manch eine Namensgebung ist nicht ganz so, soll man sagen, immersiv. Ja, ach. Naja. Karl war eigentlich auch nur eine Zwischenlösung, aber irgendwie, weißt du, man gewöhnt sich dann dran und ist auch dumm, dann nochmal später wieder umzubenennen. Ja, irgendwie sind wir hier verkehrt. Dann jetzt nochmal zu der Bahn. Ah ja, okay. Und besser aus Aja hier. Hm? Achso, das ist Medienos. Ich dachte, das greift mich was an. Ja, das wird jetzt wohl noch schlimmer werden mit dem, was ist meins, was nicht. Weil irgendwas hat uns schon bereits angegriffen, weil wir haben 257 XP bekommen von was auch immer. Möchtest du dich mitkämpfen? Ich beobachte gerade Medinos. Ich glaube, der heilt dich auch schon, ohne dass ich Kommandos gebe. Ja. Medinos executed Whisper of Medinos within your NCU. Okay. Mein neuer Angriffszauber ist aber sehr bunt. Na. Ich glaube, Medinos versucht dich irgendwie zu begatten. Ich weiß auch nicht. Bunte Zauber sind in dieser YMCA-Reihe doch genau richtig, oder? Ja, vielleicht. Steht da irgendwie, wie stark der Heileffekt ist von dem Medinos? For 89 points of health. Ah ne, das war ich selbst. Nee. Hm. Ich kann ja in die NCU hineingucken, wenn er das nächste Mal das Programm executed. Okay. Hallo, Infektor. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Ach Mann. Selbst dein Pet weiß, wo ich bin. Na, ich hab das kann nicht wahr sein. Muss ich nicht wieder hier rauskommen, dir den Weg weisen? Das ist Orientierungssinn wie Turnschuh. Ich wollte dich retten, weil du da von diesem Slumrunner belagert wurdest, aber... Der ist doch schon seit Ewigkeiten tot. Da war noch einer. Da hinten. Hallo, hier lang. Ja, der Slumrunner ist auch schon völlig durcheinander durch deinen Orientierungssinn. Der rennt jetzt den gesamten Tube einmal komplett runter, obwohl ich da schon lange nicht stehe. Sehr schön. Oh, der ist leicht orange. Dann mal los. Der ist wiederum schon leicht grün. Okay. Thank you.
Du machst Full Auto und triffst nicht. Wie muss ich mir das vorstellen? Habe ich mein ganzes Magazin in die Luft verschossen? Na, du hast so einen Kreis um die Spinne herumgeschossen. Ja, ich glaube auch. Achso, deswegen ist die andere jetzt gestorben. Ich glaube, die ist gestorben, weil ich sie angegriffen habe. Nein, das war mein Danebenschießen gewesen. Also die Heilung, die ich von Medinus bekomme, ist ziemlich stark. Das waren so um die 97 Punkte. Fast ein Drittel meines Lebens. Jetzt sagt mein Pet, es ist nicht in der Lage, dich zu heilen. Sehr merkwürdig. Okay. Warum denn? Sehr komisch. Will dich einfach nicht heilen. Mach's jetzt nochmal? Nee, sagt immer noch, es ist nicht in der Lage, das zu machen. Auf Nano? Das hat mit meinem Nano nichts zu tun. Ja, vielleicht hat es ja seine eigene Nano-Pool. Wenn, dann kann ich das nicht einsehen. Das wäre natürlich, wenn das so schnell gehen würde. Ja, das stimmt. Ich hab's noch mal neu beschworen, es kann ich immer noch nicht heilen. Ah, jetzt geht's wieder. Merkwürdig. Die 2 Points.
Thanos? Ja. Könntest du bitte auf mich warten? Ich weiß nicht, wie lange sitzt du denn noch dort rum? Nur einen Moment, aber hinterher levelst du wieder vor mir weg. Na, ich dachte, wenn wir in einem Team sind, bekommst du immer die Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich vollständig alles bekomme, wenn ich nicht mitarbeite. So lange dauert es auch nicht mehr. Ich kann ja mal einen Gegner töten, damit ich auch noch auflevele. Wird angegriffen. Okay. Und ja, hast du nichts zu sagen? Ich bin ein bisschen weiter weg schon, also. Ja, was machst du denn gerade? Da, wo du mich verlassen hast. Ja, aber was machst du denn da? Also, warum spielst du denn nicht mehr? Was meinst du jetzt? Na, du warst doch geheilt. Warum wehrst du dich nicht? Warum folgst du nicht? Ich hatte jetzt die Fenster offen gehabt. Ich musste erstmal alles schließen und dann safen und aufstehen und so weiter und so fort. Was ist das für eine seltsame Frage? Modo gehört nicht dir, oder? Modo ist mein Pet, ja. Achso, Uncontrollable Anger ist, okay. Ich kann hier Hilfe gebrauchen, immer noch. Ja, ich komm zurück. Dein Pet ist gestorben. Nein. Hast du es nicht retten können? Meine Fresse! Ich bin kurz vorm Tod. Schlechter. Und tot. Und ich frage noch, warum muss er denn vorausrennen? Ach, du wolltest mir Geld geben für das Insurgents-Dings. Ja. Haben wir dann irgendwie vergessen. So, bin auch tot. Sehr schön.
Ja, merkwürdig. Jetzt kann ich mein Pad nicht mehr beschwören, weil das sagt, ich habe die Anforderungen nicht erfüllt. Ein Todes-Debuff vielleicht? In dem NCU-Fenster sehe ich nichts drin. Keine Ahnung. Prinzipiell körperlich. Wo steckst du denn gerade? In Tier wieder. Dort war die Insurance, die ich gemacht hatte. Ja, da war damals auch meine Insurance, die ich damals gemacht hatte. Gut, ich habe jetzt auch genug Geld, um das Insurance-Terminal hier in ICC zu aktivieren, wenn ich es denn mal endlich finde. Also, quer gegenüber vom Fair Trade ist so ein Insurance-Ding, falls du es noch nicht gefunden hast. Nee. Und wo ist das Fair Trade? Wo ist das denn hier gerade? Wo wir damals das... Nee, warte, das ist auch woanders. Wenn du auf die Karte guckst, hast du doch dieses Plus im Prinzip, in diesem kleinen Kreis in der Mitte. Das ist da auf dem nördlichen Strich, auf der Hälfte der Länge etwa, bis zu dem Ausgang oder was auch immer da kommt. Also nördlich kommt durch Subway. Ah, links davon. Ah. Büb. 1800, sehr schön. Ja, ist ziemlich teuer. Du hast recht, ich habe irgendeinen Debuff auf meine ganzen Skills gerade. Wo man das jetzt mal etwas einsehen könnte, das wäre... Ich weiß nicht. Auch irgendwie nicht. Wie lange ist der Debuff noch? Welcher Umfang ist er? Also meine Skills steigen langsam weiter an. Aber ja, einen richtigen Überblick sehe ich auch nicht. Genau. Jetzt ist bei mir auch das Rot. Banks und Stamina wieder weg. You feel okay again. All residues from being resurrected are gone. Das war vorher aber nicht, oder? Hä? Mir vorher nicht aufgefallen, dass wir so einen Debuff hätten nach dem Tod. Ja, kommt vielleicht auch mit höheren Level, ne? Ja. Ja, log nochmal neu ein. Ich hab ganz vergessen, ich wollte ja ändern mit dem Fond.
aber die Schriftgröße nochmal ein bisschen erhöht. Okay. Ich finde die ganzen Texte unten auch ein bisschen nein. Und so geht's eigentlich. Also, es war in Neocron ja deutlich schlimmer. Ja gut, da ist er ja fix, ne? Das ist relativ. Ja. Bist du? Ich sitz gerade vorm Subway.